Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Live-Net-Talk hier, wo wir dürfen führen heute zu einem, glaube ich, sehr, sehr aktuellen und heissen Thema, wo uns alle irgendeiner Form herausfordert. Es geht nämlich um Fragen von Datensicherheit, Umgang mit Medien. Und in diesem Zusammenhang, ja, kennen wir alle von unserem Smartphone, wo wir so häufig in die Finger nehmen, jeden Tag, alleine schon rum, oder das Internet, wo wir uns drinnen bewegen. Wie ist das eigentlich mit diesen ganzen Daten? Was passiert über die grossen Player wie Google oder andere so Giganten, wenn wir über WhatsApp Nachrichten absetzen? Ich glaube, das ist etwas, was sehr aufgekommen ist, auch gerade im Zusammenhang mit neuen Lizenzen, die jetzt zum Beispiel WhatsApp rausgegeben hat. Soll ich da dazu oder muss ich auf einen anderen Messenger? Ein Mann, der sich sehr stark mit diesen Themen befasst, und das seit Jahren, ist der Andreas Wiebe. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der SwissCalls AG und Experte für digitale Transformation, ganz allgemein. Und er ist auch überzeugter Christ. Wir haben uns kennengelernt vor der Pandemie mal schon zu Bern, wo er mir SwissCalls ein bisschen vorstellen konnte, der Andreas. Und er ist sehr spannendes Gespräch gehabt schon dann. Und jetzt freut es mich, dass ich darf heute Morgen rausgehen auf Egnach bei Romanshorn, also an dem Bodensee, wo er lebt mit seiner Familie zusammen. Also guten Tag schon mal, Andreas. Schön, bist du dabei. Hoi, hoi, salut, Florian. Ja, Andreas, lass uns gerade eintauchen in das Thema, wo, glaube ich, wirklich viele Leute aktuell sehr beschäftigen. Digitalisierung bekommt ja nochmal einen Schub und wir sind sowieso alle schon sehr viel online jeden Tag und kommen fast nicht weg, vielleicht vom Smartphone und was passiert wieder irgendwo auf Social Media und so weiter. Wie würdest du die Entwicklung einschätzen? Einfach mal ganz allgemein, jetzt durch die Pandemie, hat das wirklich nochmal Schub bekommen oder so, die Dynamik ist schon da? Definitiv. Dadurch, dass sehr viele eben dann zu Hause rumsitzen, sehr viele sind eben an den Handys, sehr viele sind eben mobil. Also wir sehen und merken an dieser Stelle, dass die Kapazitäten natürlich absolut stark gestiegen sind, sofort. Das war dann sofort im letzten Jahr dann sichtbar. Und das ist zum Teil, ich sag mal, Erwachsene wahrscheinlich können sich noch ein bisschen fangen. Aber bei den Kindern eben nicht. Das heißt, die Kinder, ich sag mal, in der Schweiz ist Gott sei Dank noch gibt es Schulen, da kann man Schulen besuchen, da kann man wunderbar quasi Unterrichte machen. Aber wenn ich jetzt allgemein die Europa betrachte und das ist allgemein, was ich sonst mitbekomme, was dort eigentlich abgeht, wirklich, das tut mir sehr leid. Also gerade für Jugendliche, weil die sind einfach eingetaucht und verschwunden in den digitalen Medien. Die sind einfach, ja, die sind untergetaucht. Die sind gefangen, fast ein bisschen in dem Ab, Moment. ja, das ist richtig, genau. Das ist wirklich, momentan ist es die Sucht angekommen. Es ist das, was man früher gesprochen hat von Chinesen aus, dass dort mittlerweile die Sucht angekommen ist. Es ist jetzt durch die Pandemie definitiv auch bei uns in Europa angekommen. Ja, und das ist ein Herzensthema, das ihr ja auch verfolgt als SwissCalls. Einerseits das mit der Datensicherheit, aber auch digitale Medienerziehung bei Kindern und Jugendlichen, wo ihr auch ein Booklet herausgegeben habt. Ich habe das selber auch mal angeschaut und sehr hilfreich gefunden, auch für mich als Vater, was ich da daraus nehmen kann. Mal ganz allgemein gefragt, warum eigentlich SwissCalls allgemein und euer ganzes Engagement in diesen Bereiche für Datensicherheit, digitale Medienerziehung und so weiter. Ja, gerne. Also der Punkt ist der, dass wir zu der Idee, eine alternative Suchmaschine aufzubauen, das ist quasi ein langer Weg, wie sehr oft auch. Kaum einer weiß, dass wir eine der ersten oder ich sag mal die ersten sind, die eine Desktop-Suchmaschine entwickelt haben, schon bereits bevor Google überhaupt bekannt war. Google war, glaube ich, nicht einmal gegründet, das war Yahoo. Und der Punkt ist der, was wir ja tun, ist zu verstehen, was ist Information. Das ist der wichtigste Punkt. Das ist jetzt nicht die SwissCalls erst gewesen, sondern der wichtigste Punkt ist das, was wir tun und die Aufgabe gestellt haben, was ist eigentlich Information? Und daraus entstand ziemlich rasch mehrere Produkte, die wir dann quasi an dieser Stelle aufgebaut haben. Und eins davor war die Suchmaschine für PC.
wie gesagt, das war noch, bevor Google überhaupt da war. Die Möglichkeiten, aber ins Internet zu gehen, waren nicht unmöglich, rein aus finanziellen Gründen. Europa ist völlig anders aufgestellt. Also sind wir in den Enterprise-Thema eingestiegen, also für die Firmen, haben Softwareprodukte entwickelt, Dokumentmanagementsysteme und so weiter und so weiter. Aber später haben wir gesehen, dadurch, dass wir Kunden bedient haben, haben wir gesehen, was eigentlich im Internet getan wird und was für ein Unfug da passiert. Das war deutlich 11. September mit World Trade Center. Das haben wir alle mitbekommen. Und der wesentliche Punkt, das, was wir gesehen haben, dass Terrorismus tatsächlich ins Internet gestiegen ist und sehr viele Datenaustausche eben dort stattgefunden haben. So, die Entwicklung zum Beispiel der Überwachung hat erst da begonnen. Und das war nicht der Zeitpunkt, dass wir sagen, okay, gut, sind wir bereit, eine Suchmaschine fürs Web zu entwickeln. Nein, das war noch nicht der Fall. Auch die Sache mit der Pornografie war auch noch nicht so weit, sage ich mal. Mhm. Aber irgendwann mal haben wir uns weiterentwickelt und entwickelt, waren groß. Wir sind dann in der Schweiz aufgebaut, mehrere Unternehmen aufgebaut. Und 2014 war dann plötzlich, weißt du, wenn von oben klare Stimme kommt ins Herz und sagt, jetzt ist es soweit, jetzt sollst du es bauen. Und dann haben wir uns natürlich gefragt mit meiner Frau, wieso, was ist denn jetzt, wieso jetzt? Der Gedanke war eigentlich schon im Jahr 2000, aber jetzt sind 14 Jahre vergangen. Wieso jetzt? Wieso müssen wir das jetzt tun? Und Gott, weißt du nicht, was es kostet? Es sind so viele Ausgaben, die wir tätigen müssen. Und wer kommt auf den Gedanken, eine Google-Alternative aufzubauen? Wie gesagt, 2014 ist es gestartet. Und der wesentliche Punkt war für uns, weil wir gesehen haben, diese ganzen Hintergründe. Wir wissen, was hinter den Kulissen abläuft. Also haben wir gesagt, das, was wir, wenn wir eine Suchmaschine aufbauen, als Alternative zu Google und zu den anderen, dann ist der Augenmerk definitiv auf einer moralischen Basis, mit den christlichen Werten. Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie, wir werden nicht überwachen und keine Daten speichern. Es ist für uns das Gleiche wie, ja, ich soll die Daten der anderen klauen. Es ist nicht mein Ding. Das heißt, biblisch ist es absolut ganz klar. Es ist nicht richtig, wenn ich schaue, was du gerade tust und zum Zweiten manipuliere. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Suchmaschine aufbauen, dann wollen wir alles, was mit Gewalt und Pornografie zu tun hat, komplett löschen. Das wollen wir nicht bieten. Google ist doch eine Suchmaschine. Das ist das, was wir gelernt haben seit Jahren. Ja, das ist richtig. Aber Google hat verstanden, dass sie nicht nur die Suchmaschine sein kann, sondern dass sie auch Ergebnisse manipulieren kann in eigene Richtung, sei es hier im Shop oder vielleicht in anderen Themen wie Politik, Medizin oder wie auch immer, welche Richtungen das sind, plötzlich ist sie zu einem Berater geworden, was wir als User nicht unbedingt wollen. Und ja, das ist ja genau da, auf das, was ich auch ein bisschen rausgehen heute in diesem Gespräch, ein bisschen genauer heranschauen. Weil für mich persönlich ist zum Beispiel die Netflix-Dokumentation dort durch einen rechten Augenöffner gewesen. Es ist dort ein Social-Media-Dilemma, wo man auf Netflix schauen kann, wie das eigentlich entstanden ist. Und was ja noch so verrückt ist, eigentlich ganz am Anfang waren noch, glaube ich, ganz gute Absichten da gewesen. Mhm. Also die Idee wäre eigentlich zuerst gut gewesen, auch bei Facebook und so weiter. Aber jetzt, was die Menschen sozusagen, die Leute, die hier an der Hebel waren, daraus gemacht haben, ist alles andere als ein Segen, oder? Für die Welt. Ja, also Google hat ja angefangen, tu dem anderen nichts Böses. Das war quasi dieser Spruch, den die sich aufgesetzt haben. Irgendwann mal ist er verschwunden. Ne? Gerade jetzt vor 5 Jahren oder 6, meine ich jetzt insgesamt, ist er dann verschwunden. Und die Frage ist dann natürlich, wieso, weshalb? Die wenigsten wissen zum Beispiel, dass der Staat, amerikanische Staat, Beteiligung hat bei Google. Zum Beispiel, die wenigsten wissen, dass Eric Schmidt, der frühere CEO von Google, beratende Funktion von Pentagon war und NSA. Also das sind das, was sehr viele nicht wissen. Aber wenn ich eine beratende Funktion habe bei diesen Unternehmen, bei diesen Governments quasi, die nichts anderes im Schild haben, wie die anderen zu überwachen, zu verstehen, wo geht's was passiert in der Welt und wie auch immer,
dann fragt man sich, okay, ist hier vielleicht schon Politik und Wirtschaft ineinander so verflochten, dass man der Wirtschaft eigentlich in diese Richtung nicht mehr trauen kann? Das ist, weil eigentlich ist es genau der Punkt, sobald, ich sag mal, wenn wir jetzt beziehen das Ganze eben dann auf Google und der Staat, der dahinter steht, möchte oder hat bestimmte Absichten, hier bei uns in Europa etwas zu tun, Dollar zu stärken, Wirtschaftsmacht anders zu positionieren, dann ist es doch ganz einfach, weil wir alle gehen googeln. Das heißt, Ergebnisse, die positiv sind in diesem Zusammenhang, würden einfach nach oben geschoben, werden positioniert und alles Rest, wenn nicht gelöscht, dann einfach ganz nach hinten geschoben. Weil statistisch gesehen ist es so, dass von 10 Besuchern die 9 nur die erste Seite anschauen. Und das bedeutet, die erste Seite ist die wichtigste Seite bei Google. Ich gehe darauf, wenn ich etwas geklickt habe, 1, 2, 3, das war es. Das heißt, ich gehe nicht mal auf die zweite, dritte, vierte. Und gerade dort, ganz hinten, verbergen sich sehr oft gerade die Berichte, die man bräuchte. Sehr spannend. Ja, also wir sind ja selber natürlich als Internetportal, wo jetzt 20 Jahre dran ist, auch sehr auf Google abgestützt. Oder? Also, das ist natürlich das Paradoxe. Wir alle kommen ja nicht drum herum, um die ganzen Angebote. Eben, ich selber habe WhatsApp jetzt immer noch drauf. Vielleicht sollte ich das nicht mehr. Vielleicht mal ändere ich meine Meinung nach dem Gespräch. Mal schauen. Kommen wir ein bisschen zu diesen Themen. Also was der User an und für sich nachher kann machen oder was du würdest empfehlen. Du tust ja auch in Blog-Einträgen auf deiner Webseite ein bisschen über das schreiben. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal WhatsApp, wo ganz viele Leute, ich bin jetzt auch auf Telegram auch noch zum Beispiel Erfahrungen sammeln. Dir selber habt euch in diesem Bereich auch noch einmal wie so ein Zweig aufgetan im Messenger-Bereich. Wie siehst du das mit jetzt WhatsApp zum Beispiel auch? Ja, also ich denke, man muss, diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Also wichtig ist, dass die Person erstmal für sich definiert, was ist mein wichtigstes Ziel? Will ich Datenschutz haben? Ist es der eine Punkt, will ich meine Daten nicht weitergeben und so weiter? Oder der zweite Punkt ist, mir sind meine Freunde und Bekannte wichtiger. So, das sind so mehr oder weniger ja das, wo man sich untereinander in sich reißt. Soll ich jetzt aus WhatsApp-Gruppe gehen? Sehr viele Geschäftsleute sind vielleicht privat woanders, aber geschäftlich sind die in WhatsApp, weil die sagen einfach, das sind doch meine Kunden, was soll ich machen? So, das heißt, diese Fragen muss man sich stellen. Wenn wir jetzt in Richtung Datenschutz gehen, dann ist es der wichtige Punkt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das? Geht es wirklich darum, dass WhatsApp meine Daten hat? Und dann sagt man sich sehr oft, naja gut, soll er haben, ich habe nichts zu verbergen. Nein, nein, nein. Wir vergessen eines. Das ist genau das gleiche Thema wie bei Google. Das heißt, Dossier wird gesammelt. Alle Informationen werden gesammelt. Und es geht nicht darum, was du heute bist. Es geht darum, was sich in Zukunft ändert und du in dieses Schema nicht mehr passt. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann kannst du es nicht mehr revidieren. Du kannst es nicht ändern. Du kannst es nicht löschen. Das kannst du nicht machen. Das heißt, das sind wichtigste Punkte. So, wenn wir jetzt sagen, ich möchte wirklich tatsächlich beim Datenschutz bleiben, dann ist es wichtig, auch wiederum einige Kriterien zu verstehen. Wenn wir über den absoluten Datenschutz sprechen, und da gibt es jetzt zum Beispiel Signal, es gibt Telegram zum Beispiel, jetzt also ich sag mal, außer Schweiz gesehen, ne, oder außer Europa, weil in Europa gibt es außer Streamer und Telegard eben nichts, alles andere ist irgendwo. So, diese Frage muss man sich stellen und sagen, unter welchen Datenschutzkriterien vom Gericht her stehen diese Messenger? So, wenn wir jetzt stehen und sagen, okay, es ist Signal, gut, dann ist es im Grunde genommen fast dasselbe, weil es steht unter Datenschutzverordnung der amerikanischen Regierung. So, was es bedeutet? Bedeutet Folgendes, amerikanische Regierung darf jede Sekunde, jede Zeit Daten verlangen. Punkt. So ist es. So, bei Telegram ist es dasselbe. Das heißt, es ist zwar nicht in USA, sehr viele spricht dafür, dass die dann eben in Dubai sind und so weiter, aber es ist wiederum genauso ähnlich. So, jetzt bleiben an dieser Stelle für mich persönlich bleiben zwei Messenger
Und das ist zum Beispiel der Trima, das ist unser Wettbewerber, die sind in der Schweiz sehr bekannt. Und unser Messenger Telegard. So, der wichtigste Punkt an dieser Stelle, wieso ich diesen zwei, also unabhängig, ich spreche jetzt einfach nur als unabhängiger Experte, der wichtigste Punkt ist für mich der Datenschutzverordnung, unter welchem diese zwei Messenger liegen. Und die liegen in der Schweiz. Und Schweiz ist momentan einer der besten Orte überhaupt weltweit, wenn es darum geht, dass die Daten quasi geschützt sind, wo der Staat nicht hungrig ist nach diesen Daten. Das heißt, in der Schweiz wird mich niemand zwingen oder vom Staat her jemand zwingen, die Daten der User freizugeben. Es ist nicht der Fall und der Staat hat sich sogar öffentlich in diese Richtung ausgesprochen, dass sie daran kein Interesse haben, dass die Messenger hier aus der Schweiz eben Daten weitergeben. Das ist für mich ein riesengroßer Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt, was wäre für mich wichtig, dass ich sage, gut, stehen alle Server in der Schweiz? Also wenn wir über den Datenschutz sprechen aus der Schweiz, wo stehen die Server? Stehen die hier in der Schweiz oder sind die verteilt in Europa oder weltweit? Wenn die nur den Standort haben, Schweiz, dann ist es wiederum perfekt, das ist Pluspunkt. Sobald die aber stehen irgendwo, das heißt, würden wir jetzt an dieser Stelle Server haben in der Schweiz und die anderen Teile irgendwo in USA, okay, dann ist ein Teil läuft hier nach dem Datenschutz der Schweiz, der andere USA, genauso wie Signal. Das heißt, damit wären wir nichts Besseres. So. Gott sei Dank ist es so, dass diese zwei Messenger wie Trima, auch Telegard, komplett hier aus der Schweiz sind und in der Schweiz liegen. Das heißt, diese beiden Produkte wären für mich top. Was ist anders zwischen Trima und Telegard? Telegard an dieser Stelle geht noch einen Schritt weiter und personalisiert nicht zum Beispiel die gesamten Kontakte. Sehr viele, und ich kriege sehr oft solche Conversation quasi in diese Richtung, wo ist der Unterschied? Oder wenn ich jetzt in Telegard reingehe, dann sehe ich ja keine Kontakte von mir, die auch da drin sind. Ja, wir sind alle gewöhnt in WhatsApp, sobald einer kommt, oder in Telegram, sobald einer kommt, dann weiß ich, oh, der ist jetzt auch bei WhatsApp. Aber wenn wir diese Sache noch ein bisschen tiefer betrachten, bedeutet es Folgendes, dass WhatsApp, Signal, Telegram und auch Trima an dieser Stelle im Grunde genommen der größte Telefonbuchaustauscher sind der Welt. Weil irgendwo müssen ja diese Telefone auf den Servern gespeichert werden. Ganz klar. Ansonsten können die ja von A nach B uns beide nicht verknüpfen. So, das ist dieser Austausch, der ganz wichtig ist. Möchte ich eigentlich überhaupt meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer der ganzen Welt austauschen, ob das jetzt WhatsApp ist oder Telegram oder Trima oder wie auch immer. Wir haben uns bei Telegard an dieser Stelle dafür entschieden, dass wir gesagt haben, nein, das wollen wir nicht machen. Es ist immer noch Privatsache. Ich gebe ja nicht allen meine Handynummer in dieser Welt und sage, okay, du kannst mich jetzt auch anrufen oder erreichen. So, das ist... Ja. Was man ja sich ein bisschen muss grundsätzlich fragen, wenn man dann gleichzeitig auf Facebook aktiv ist und bei WhatsApp nein, nicht, dann finde ich es ein bisschen schizophren, manchmal gewisse Haltungen. Oder man muss es wirklich entweder sagen, konsequent so leben und eben, wie du sagst, geschäftlich mache ich es so, privat vielleicht so. Also sonst ist es irgendwo dann auch so ein bisschen eine fadenscheinige Lösung, oder? Absolut. Ich denke, man müsste sogar gehen noch einen Schritt weit. Also wenn man alles richtig perfekt macht und wenn es darum geht, wirklich alles absolut zu schützen, dann geht es sogar darum, dass du eigentlich keine App von Facebook auf deinem Handy haben darfst. Ja. Ja, weil er schaut ja wirklich alles. Also wenn ihr die Möglichkeit bekämet, quasi zu schauen, was für ein Datenaustausch da passiert. Es geht nicht darum, was man alles nur in Facebook postet. Es geht nicht nur darum, was du nur in WhatsApp postest oder schreibst mit jemandem. Nein, nein, nein. Es geht darum, was du sogar eine SMS jemandem schreibst. Es geht darum, dass die versuchen, alle Daten anzuzapfen, die du sonst mit anderen Apps machst auf deinem Handy. Und das ist das, was sehr viele nicht wissen. Sehr viele denken, gut, ich habe App aufgemacht und alles, was da passiert, wird quasi hier ausgetauscht. So, nein, nein. Es sind andere Apps, die du hast und Facebook an dieser Stelle weiß das auch. So, das ist der Punkt. Aber es ist absolut richtig, wie du sagst, wenn ich jetzt Facebook habe und quasi an dieser Stelle WhatsApp, ja, dann ist der Datenaustausch, weißt du, man kann sich plötzlich irgendwann mal, vielleicht in 2-3 Jahren, kann man nicht wissen,
was alles ich geschrieben habe mit meinen Kollegen, plötzlich ist sichtbar irgendwo in Facebook. Und wie gesagt, die Richtung oder die Vision zum Beispiel, was wir verfolgen, ist ja, die Richtung von Swisscaus und alles, was wir tun, ist die, dass wir sagen, wir wollen ein Synonym werden für den datensicheren Austausch, gleich wo man sich befindet. Ja. Im Web, in Messenger, wie auch immer. Das ist der Punkt. Aber jetzt, Andreas Wiebe, jetzt ist ja das ein bisschen, du hast das eingangs erklärt, wo ihr 2014 gestartet seid. Ja. Es ist ein bisschen eine David gegen Goliath-Geschichte, oder? Könnte man sagen. Ja, ist so. Ja. Der Gigant und jetzt kommt ihr aus Swisscaus mit diesen super Haltungen und Werten. Es wird ein Teil der Werbeeinnahmen, geht sogar in soziale Projekte und wo du wirklich das aufrechterhalten. Jetzt sag doch gleich mal schnell, so ein bisschen, dass man Dimensionen sehen kann. Weißt, also wie viele Leute sind schon Nutzer von Swisscaus oder haben jetzt auch schon das Teleguard bei sich installiert? Ja, also Swisscaus ist, wichtig ist, dass wir nicht wissen, wie viele eindeutige Besucher wir haben. Das ist ganz wichtig, weil wir ja nicht überwachen. Das ist der eine Punkt. Wir gehen ungefähr von 20 Millionen Leuten aus, die irgendwo Swisscaus benutzen. Das ist jetzt von Swisscaus aus und der wächst unwahrscheinlich stark, momentan zum Beispiel sehr stark in den USA. Wir kriegen unwahrscheinlich viel Post in den USA, wahrscheinlich, weil es sehr viele Medien geschrieben haben, Zeitungen haben geschrieben, große Professoren in Richtung Datenschutz und so weiter haben berichtet und deswegen, das geht momentan in den USA sehr stark los. Wenn wir von Teleguard sprechen, so Teleguard ist gestartet im Januar diesen Jahres und wir sind auf dem Weg, jetzt 100.000 User zu haben. Scheint wenig zu sein, aber der Punkt ist der, dass wir jetzt erstmal gestartet haben in dem deutschsprachigen Region, weil, weißt du, es ist klar, dass Bugs kommen, also Fehler werden da sein, das ist ganz klar. Und wir haben gesagt, bevor wir das ausrollen weltweit, werden wir erstmal im deutschsprachigen Raum testen und dann geht's weiter. Das heißt, wir reden jetzt momentan von etwa 100.000 Nutzern und gerade mal, ich sag mal, wahrscheinlich in einem Monat wird das Ganze gestartet in USA und weltweit. Das heißt, das Ziel ist von Teleguard Ende des Jahres 10 Millionen User zu bekommen. Mhm. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir starten jetzt ein bisschen klein, aber der große Push wird eben dann aus den USA folgen. Okay. Und jetzt bei Swisscaus im Vergleich zu Google ist es auch so, dass ihr sicher nicht gleich mit den Inseraten wahrscheinlich vorgeht oder das Geld verdienen oder sind dort Mechanismen hinten dran gleich irgendwo ähnlich? Und auch für Teleguard, da zahlt man beim Download schon etwas oder wie verdienet ihr euer Geld mal ganz so? Ja, das ist eine gute Frage, natürlich. Also bei Swisscaus war das so, dass wir im Grunde genommen all diese Jahre nichts verdient haben. Weil als wir uns gewandt haben an die Media-Agentur und haben versucht, dort diese als Kunden zu gewinnen, damit sie bei uns Werbung machen, war Interesse da. Aber sobald wir gesagt haben, ihr kriegt keine Daten der User, dann war das Interesse sofort weg. Ne? Und das war dann für uns im Grunde genommen, ja, wie man schön sagt, bei uns sehen. Wir haben nichts anderes gemacht wie gesehen. Das heißt, wir haben keine Investitionen zurückerhalten. Das heißt, alles, was wir hatten in den ganzen Jahren bis in diesem Jahr, haben wir nur gesät. Wir haben nur gesät. Sehr viel Geld natürlich für die Sache investiert und überzeugt, dass es richtig war. So, und erst ab diesem Jahr ist es so gewesen, dass Vorgeschichte ist, dass Microsoft an dieser Stelle Bing waren insgesamt, ich glaube, jetzt 3 Jahre jedes Jahr hintereinander mehrfach sind an uns getreten, haben gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir bei euch Werbung setzen? So, und wir haben gesagt, kein Problem, aber Daten der User kriegst du nicht. Und dann haben wir gesagt, na, das geht nicht, wir brauchen schon Daten der User. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Ja, okay, wenigstens die paar Zahlen von IP-Adressen. Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir auch nicht. Ne? Und dann irgendwann mal einer der Manager von Bing sagte mir, Andreas, ich habe schon verstanden, ich bin der Teufel auf deiner Schulter. Und versuche dich dafür zu überzeugen. Ich habe gesagt, du kannst reden, so viel du willst. Aber ich sage, es gibt einen wichtigen Punkt. Wenn ich mit dir diesen Deal durchziehe, übrigens, DuckDuckGo macht das so. Und ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mit dir diesen Deal durchziehe, wie schaue ich mich dann in den Spiegel?
Weil das Gewissen wird mich ja jeden Tag plagen, dass ich nach außen sage, ich bin sicher, tausche die Daten nicht aus und dann schlussendlich mache ich das doch. Also das wird nicht funktionieren. Und dann irgendwann mal war das dann soweit, im letzten Jahr war dann Bing auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, schaut mal, ihr seid weltweit tatsächlich die Einzigen, weil Bing hat auch mehrere Partner. Und keiner dieser Partner ist so fixiert auf den Datenschutz und verrückt danach wie wir. Und die haben dann gesagt, nein, aber Swisscos wächst so rasch, so stark, wir wollen mit denen Partnerschaft aufbauen. Und der wichtigste Punkt war, dann war, dass sie bereit waren, tatsächlich mit uns den Deal einzugehen, uns Werbung zu liefern, ohne dass irgendeine Information der User weitergeht. Und das haben wir dann in diesem Jahr quasi erfolgreich aufgebaut. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt in Swisscos geht, ja, es gibt die Werbung, aber nichts geht weiter an dieser Stelle an Bing. Und das ist weltweit einmalig. Ich glaube, vor 2 Monaten hat sogar Microsoft das unter, ich weiß nicht mehr, 15 oder 1000 ihren Partnern öffentlich in den USA zur Verfügung gestellt und sagte, Swisscos ist der einzige Partner weltweit, mit dem wir diesen Vertrag eingegangen sind. Mhm. Und jetzt ist vielleicht der Punkt, man könnte sagen, David gegen Goliath. Ja, es ist unser, in diese Richtung, Gott sei Dank, wir als kleiner David, hier mit Microsoft konnten wir uns einig werden. Wer sind wir schon, könnte man sagen. Doch, aber wenn wir kontinuierlich bleiben an der Strategie, an der Idee und an den Werten, die wir haben, dann hat es einen Preis. Ne? Und dann irgendwann mal sind auch diese Großen wie Microsoft bereit, quasi mit uns diesen Deal einzugehen. So, das heißt, Swisscos mit anderen Worten verdient jetzt Geld mit der Werbung. So, und wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht alles bei uns behalten, sondern wir wollen in die Mission gehen. Wir als Christen müssen das tun und wir haben gesagt, das als Christen wollen wir das unterstützen. Wir haben jetzt momentan 2 Projekte genommen in Haiti und Kolumbien. Diese sind letzte Woche positioniert worden. Dass wir gesagt haben, wir wollen mit unseren Geldeinnahmen gerade Kinder unterstützen, weltweit. Es spielt keine Rolle, wo. Wir haben jetzt erstmal diese 2 genommen, weil die Kinder kämpfen quasi jeden Tag um eine Mahlzeit. Also haben wir gesagt, wir machen das und unterstützen das. Wir schauen momentan jetzt weitere Projekte in der Schweiz, in Deutschland, in anderen Regionen. Das heißt, es ist nicht nur dabei geblieben, sondern es wird definitiv auch für einen riesengroßen, ich sag mal, Dienst aufgebaut durch Swisscos, wo wir Kinder unterstützen. Mhm. So, jetzt in Bezug auf Telegard ist es so, dass Telegard momentan kein Geld verdient. Das heißt, momentan Telegard ist aufgebaut um den Aufbau. Das heißt, wir müssen uns dafür sorgen, dass wir erstmal Community aufbauen, die größer werden. Das Ziel, womit Telegard Geld verdienen wird, ist es mit den zusätzlichen Services. Zum Beispiel, wir reden jetzt hier mit dir über Zoom. So, und wir sagen, okay, in Zukunft möchten wir über Telegard die Möglichkeit bieten, dass Leute miteinander kommunizieren über Telegard mit 5, 10, wir reden jetzt momentan und bauen das System auf, bis zu 500 Leuten gleichzeitig eine Konferenz zu halten. So, das heißt, diese Services werden dann kostenpflichtig, ja. Genau, kostenpflichtig. Mhm. Ne? Das heißt, wir wissen nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung, weil es gibt insgesamt jetzt momentan in der Vorbereitung 25 verschiedene Produkte, die wir anbieten wollen. Das heißt, das Grundprinzip aber bleibt bei Telegard. Der wichtigste Punkt ist Telefonie, Chatten, Schreiben, sonst noch was, Videokonferenzen, ja. Das ist alles, was da ist. Es bleibt immer kostenlos und es wird auch an dieser Stelle nichts überwacht. Also keine Daten werden gespeichert, nichts. So wird sogar weiter, das heißt, wenn ich mit dir schreibe, wird in der gleichen Sekunde, sobald du bekommen hast, sofort alles gelöscht. Okay. Ja, sehr spannend, der Einblick mal in das Swisscos und wie der funktioniert und wie der Ticket hinten dran eigentlich auch. Wirklich interessant. Ich will noch so ein bisschen auf das kommen. Man merkt ja bei dir, es gibt wirklich keinen Kompromiss bei der Datensicherheit, oder? Und nicht einmal, wenn es jetzt so wäre, wie das ist ja auch diskutiert wurde im ganzen jetzt Covid-Thema, dass man gewisse staatliche Eingriffe vielleicht muss in Kauf nehmen, in die Privatsphäre, für die Pandemie zu bekämpfen oder irgendeine andere Gefahr, also wie die Güterabwägung näher kommt, mit sogar Gesundheitsdaten in gewissen Ländern. Mhm. Das wäre für dich überhaupt keine Option, oder? Okay.
Also wir sind hier wirklich knallhart. Für uns gibt es entweder schwarz oder weiß. Es gibt keine Kompromisse in diese Richtung. Wir würden damit nichts machen. Also wenn es in diese Richtung so weit kommen würde, dass wir vor die Wahl gestellt werden, entweder oder, und wenn der Staat kommt, entweder gibst du uns die Daten oder musst schließen, dann schließe ich. Weil da gibt es nichts. Weil, wie ich schon gesagt habe, der wichtigste Punkt ist dann das Gewissen selbst und das Fundament und ich sage mal der Glaube. Und das Ganze basiert eben an dieser Stelle auf die Bibel, dass wir sagen, wenn die Bibel das aber uns sagt, dass wir das nicht tun dürfen, ich darf nicht klauen, ich darf die Daten einfach nicht austauschen, ich darf das einfach nicht tun. Und wenn ich das tue, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt, weiß was ich, im Alltäglichen, jetzt nicht in den digitalen Bereich gehe und tue Dinge, die unbiblisch sind. Ne? Mhm. Das ist das Gleiche für uns. Ne? Und diese Kompromisse werden an dieser Stelle nicht eingehalten. Machen wir nicht. Vielleicht noch der zum Anknüpfen, ganz zum Abschluss, Andreas Wiebe. Als Christ, eben, wo du ja jetzt so mehrfach betont hast, das als klarer Kompass, die Bibel ist das, was zählt, und darum gibt es keine Kompromisse in so Themen. Wie ist es allgemein für dich im Moment, wenn du eben die gesamten Entwicklungen siehst, oder? Mit den globalen Player und die ganze Wahrheit oder Informationsgeschichte, die so monopolisiert ist zum Teil bei einzelnen grossen Player, gleich Hoffnung zu haben, einfach oder sagst du eher, ja, das sind Tendenzen, die vielleicht irgendwo schon antichristlich sind, also wo die Bibel auch darüber geschrieben wird? Also ich würde sagen, sobald wir nichts tun und sitzen da und schauen zu, dann sind wir selbst gefangen und unterstützen das. Das heißt, damit man aus dem System raus ist, muss man wirklich dem System sagen, Ade. Das ist der wichtige Punkt. Wenn ich mit dem Feuer spiele, dann verbrenne ich mich irgendwann mal. Und das ist der Punkt, dass wir sagen, immer wieder, willst du, dass das System, wir haben ja dieses System so groß geschaffen. Wir haben diese Big Tech, Riesenfirmen aufgebaut. Damit die aber geschwächt werden, ich sag mal, oder zumindest zu sich kommen und sagen, okay, also wir gehen schon zu weit, dann müssen wir als User hier diktieren. Solange die User es nicht ernst nehmen und machen es trotzdem mit, ja, dann wird dieses Netzwerk weiterhin bestehen. Schau mal, was in Australien passiert war. Wenn plötzlich Google und Facebook kommen und diktieren eine Nation, es ist nicht zu fassen. Es ist im Grunde genommen da, wo man sagt, tatsächlich, also Demokratie scheitert. Definitiv, weil nur die im Hintergrund stehen, dieser großen globalen Big Tech, die zeigen und sagen, wo es lang geht. So, was hier passiert, ob ich Hoffnung habe? Ich habe absolute Hoffnung. Denn wir versuchen das jetzt, und ich hab dir am Anfang gesagt, dass ich im Deutschen Bundestag war, eingeladen, einen Vortrag zu halten, gerade zu diesem Thema. Und es hat mich sehr überrascht, denn es hat Bundestag im Bereich der Menschenrechte mich eingeladen, um über dieses Thema zu reden. Und der Punkt war plötzlich da, wow, die machen sich Gedanken darüber. Was geht bei uns in Europa? Was sollen wir tun? Und der wichtigste Punkt, dass wir als Europa uns zusammentun und versuchen, unsere Tech-Unternehmen nach vorne zu treiben. Diese Unternehmen hier in Schutz zu nehmen, diese zu nutzen. Was hilft uns hier als Europa, wenn wir weiterhin, ich sag mal, Google nutzen und bestellen weiter bei Amazon, nicht bei Galaxus? Ja, das heißt, das ist genau der Punkt. Da muss man sich fragen. Und das war jetzt im letzten Jahr, ist auf mich Redakteur von Deutsche Welle gekommen. Und er hatte einen Auftrag bekommen, zu recherchieren, gibt es denn bei uns in Europa überhaupt eine alternative Google-Suchmaschine? Gibt es denn jemand überhaupt? Und dann ist er auf Swisscoast gekommen, war ein riesengroßer Bericht in verschiedenen Sprachen. Und er sagte, ich bin so überrascht und ich bin so an dieser Stelle als Redakteur sehr dankbar dafür, dass in Europa tatsächlich Tech-Unternehmen aufstehen, aber die muss man fördern. Weil wenn wir alle wiederum bei Google sitzen, sind wir im System drin und das System hat keine Bedenken, dass sie etwas unternehmen sollte. Nein, sie wird uns versuchen zu manipulieren. Sobald aber das System versteht, dass wir als Menschen dieses System verlassen, dann werden sie anders denken und wird versuchen, eben anders zu handeln. Deswegen, ich gebe nicht auf. Ich bin definitiv überzeugt, dass es die Zeit gekommen ist.
Das, was wir 2014 mit meiner Frau als Eindruck bekommen, das zu tun, ist sicherlich für uns göttlich. Das ist für uns eine göttliche Bestimmung, dass wir in diesen Bereich gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr christliche Geschäftsleute aufstehen in diesen Bereichen, dass wir etwas tun. Und nicht, weil es nur die Christen sein müssen, aber die Werte müssen endgültig in die Welt jetzt hineinkommen, was den anderen auch geben. Das Gleiche wie keine Pornografie, keine Gewalt. Es ist nicht alles geldgetrieben. Ja? Und über die Broschüre, das ist so eine Broschüre, die wir haben, digitale Medienerziehung, die verteilen wir kostenlos. Das heißt, wenn einer das schaut und möchte gerne haben, er kann es gerne bei uns bestellen, die ist kostenlos, die ist auch auf der Webseite von Swisscoss verfügbar. Und deswegen reden wir über diese Sachen. Super. Also, wir geben nicht auf. Sehr spannend. Also ich habe in Bern im LiveNet-Büro auch selber ein Spiegel von diesen Broschüren, die du jetzt hast gezeigt, Andreas Wiebe. Und man kann also auch nur bei LiveNet direkt sozusagen bestellen oder man meldet sich bei euch. Kein Problem, ich kann es sehr empfehlen. Und Andreas, ich werde einfach herzlich Merci sagen für die Mut, dann 14 und dann einfach auf das zu vertrauen und die Schritte, die ihr schon gemacht habt. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen zum Nachdenken anregen jetzt durch das Gespräch. Und dass wir alle zusammen müssen wirklich hier immer wieder uns reinhören, was ist dran, was ist richtig und was ist der Weg, wo wir vor allem auch in der Nachfolge von Jesus als Christen wollen gehen. Absolut. Merci vielmals für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank. Danke dir auch. Ganz herzlich. Vielen Dank. Alles Gute. Gottes Segen. Danke dir auch. Dankeschön.